Ja, hallo, herzlich willkommen. Ein neues Video von mir. Und zwar habe ich mir die letzten Wochen ein neues Stativ gesucht und habe hier drei Typen, die ich euch ganz gerne vorstellen möchte. Sie sind alle von dem Hersteller Kullmann. Es handelt sich einmal um die Typen Magnesit 519, 522 und 525. So, kleine Info: Alle drei Stative gehören so, ich würde sagen, zu der gehobenen Einstiegsklasse. Wir haben hier Preise zwischen 73,80, 77,89 bis 116,90 Euro. Ganz einfache Stative fangen meistens schon bei 30, 40, 50 Euro an. Das ist die untere Einstiegsklasse, die testen wir hier nicht. Was ist in dieser Preisklasse zu erwarten? Ja, bei Kullmann zum Beispiel, dass die Verstellungen hier alle aus Magnesium sind. Das heißt, es ist nicht so schwer, es ist relativ robust und auch haltbar, sowie auch die Verstellung für die Beine, also da, wo ihr die Beine auseinander nehmen könnt, ist auch aus Magnesium. Ist geschraubt mit einem Imbusschlüssel, könnte man das hier nachstellen. Ich fahre mal ein bisschen dichter dran. Das heißt, wenn ihr das hier aufklappt, das rastet auch richtig ein und kann nachjustiert werden. Diese Sachen sind zum Beispiel bei diesen einfachen Stativen, die nur so 40, 50 Euro kosten aus Kunststoff und lassen sich nicht nachjustieren. Das ist mir neulich passiert im Urlaub, dass irgendwann dieses Scharnier einfach abbricht. Man klemmt das hier auf, zieht das Bein raus und hat die Teile in der Hand. So, alle drei Stative besitzen hier unten einen Haken und an diesem Haken kann man ein Gewicht befestigen, um mehr Stabilität in das Stativ reinzubekommen. Das zeige ich euch jetzt noch mal eben. So, zum Beispiel kann man den Kamerarucksack dranhängen, das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und so ist das Stativ wesentlich stabiler nochmal gegen Erschütterung oder bei Wind oder so. Und das ist eine ganz tolle Sache. So, was auch alle Stative haben, man kann die normale lange Stativstange rausnehmen und es wird eine kleine mitgeliefert und die kann man montieren. Und ich habe das mal gemacht, zum Beispiel so rum. Also das ist diese kleine Stativstange, die jetzt allen dreien auch beiliegt. Und da kann man zum Beispiel eine tolle Bodenaufnahme machen oder Makroaufnahme aus Bodennähe. Ich habe jetzt einfach mal meine Spiegelreflex verkehrt rum rangehängt, um jetzt hier möglichst dicht dran zu kommen zum Boden. Und man kann noch ein bisschen tiefer, wenn ich die Beine noch etwas flacher mache. So, oder man dreht das richtig rum, dann ist die Kamera etwas höher und dann kann man auch eine tolle bodennahe Aufnahme machen. Die Stativbeine von den Kullmann-Magnesit Stativen bestehen grundsätzlich aus Aluminium. Das heißt, Aluminiumrohr haben wir. Im oberen Bereich, und das ist sehr, sehr gut, haben wir Schaumstoff drum. Das heißt, gerade wenn man jetzt im Winter zum Beispiel damit rausgeht, sind die Beine bei weitem nicht so kalt, als wenn man wenn man das pure Metall in der Hand hat. So, alle Modelle verfügen übrigens über verstellbare Gummifüße mit verchromten Stahl Spikes, das zeige ich nochmal eben. Ist jetzt mit einer Hand schwierig, aber ich drehe die mal eben kurz raus. Kann die also so auf die Gummifüße stellen. Oder wenn man draußen im Gelände ist, kann man entsprechend die Spikes rausfahren. Dann sieht das so aus und dann finden alle Stative sicheren Halt. Wo sich die Stative unterscheiden, ist zum Beispiel in der Dicke der Beine. Und zwar gibt der Hersteller den Rohrdurchmesser maximal an, also den Rohrdurchmesser im oberen Bereich und der liegt hier bei dem 519 Stativ bei maximal 19 mm. Das ist natürlich nicht viel und das werdet ihr nachher bei meinem Fazit auch sehen, was das bedeutet. Bei dem Modell 522 sind das 22 mm, bei dem Modell 525 sind es 25 mm. Die Köpfe sind alle aus Aluminium gefertigt bei allen drei Modellen. Das ist hier einmal das Modell CW 25 bzw. CW 30 bei den Kullmann Magnesit 525 Stativ. Dieser Kopf ist etwas größer, der ist auch besser, da kann man noch viel mehr einstellen, der hat auch noch eine zweite Wasserwaage hier oben dran, der lässt sich auch leichter bewegen, allerdings ist er auch wesentlich größer und das werden wir nachher beim Packmaß sehen und auch beim Gewicht, das ist nicht unbedingt vom Vorteil. Allerdings könnt ihr nur diesen Kopf auch abnehmen. Hier ist eine Schraube entsprechend unten dran, dass ihr den losschrauben könnt. Die anderen beiden Köpfe sind fest verbaut, die kann man nicht abnehmen. So, alle drei haben auch das Schnellkupplungssystem von Kullmann. Das heißt, ihr könnt hier
oben diese Platte rausnehmen. Ich mache das jetzt mal mit einer Hand, ist nicht ganz so einfach. Oh. So, jetzt habe ich sie. So, und diese Platte wird einfach unter die Kamera geschraubt. Und dann könnt ihr die Kamera samt Platte hier ganz einfach einklinken. Das kann ich mit einer Hand jetzt machen. So, und die Kamera sitzt drauf. So, aufgebaut seht ihr jetzt die drei Stative. Unterschied ist die Höhe etwas. Und zwar haben wir bei dem 519 eine Höhe von 157 cm. Bei dem 522 158 mm, also nur 1 cm mehr. Ich denke, das sieht man hier auch. Und bei dem 525 die Höhe von 165, das ist etwas größer. Ausgefahren kann man sehr gut die Beinstärken, die Unterschiede in den Beinstärken sehen. 19 mm zu 22 mm oder gar zu 25 mm. So, wenn ihr wie ich auch so ein Stativ gerne mit auf Reisen nehmt, dann sind zwei Faktoren wichtig. Einmal das Gewicht und einmal das Packmaß. Und da gibt es Unterschiede. Bei diesen drei Typen habe ich jetzt einfach mal selbst nachgemessen. Und ich muss sagen, die Angaben vom Hersteller stimmen da nicht immer so ganz. Und vor allen Dingen messe ich oder wiege ich auch immer den Kopf mit. Die machen das oftmals nur, dass sie das Stativ nehmen und den Kopf nicht in die Rechnung mit einfließen lassen. Folgende Werte habe ich ermittelt. Das CW19, unser kleinstes hier, wiegt gerade mal 1,7 Kilo. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das 522, das ist das mittlere Stativ hier, wiegt nur unwesentlich mehr, 1,9 Kilo. Und unser größtes, obwohl es hinten gerade so klein gemacht ist, unser 525er Magnesit, wiegt immerhin jetzt schon 2,3 Kilo. Das Modell 525 besitzt über den Kopf CW30. Dieser Kopf lässt mehr Einstellungsmöglichkeiten zu und hat auch noch zusätzliche Wasserwaagen eingebaut. Eine Wasserwaage ist immer verbaut, hier sind es entsprechend schon zwei. Das heißt, man kann den Kopf sehr gut justieren, als Videokopf sehr gut zu gebrauchen. Wobei diese Verlängerung haben alle drei Stative. Es hat aber eine sehr weiche Bewegung, macht dieses Stativ. Das heißt, da kann man eigentlich ganz gut mit filmen. Und trotzdem ist dieser Kopf auch wesentlich größer und das werdet ihr auch beim Packmaß merken. So, wichtig für die Reise auch das sogenannte Packmaß. Und ich habe einfach mal alle drei Stative hier nebeneinander gelegt. Vorne sind sie bündig, auch wenn das jetzt nicht ganz so aussieht, aber sie sind bündig hingelegt. Und wir gucken einfach mal, was sagt das Packmaß. Das fällt so schon auf, dass das 519 und das 522 nur unwesentlich das 522 nur unwesentlich größer oder länger ist als das 519, aber das 525 doch raussticht. Einmal natürlich durch die Bauform, es ist einfach etwas länger, und durch den Kopf, den CW30-Kopf, der ist einfach ja auch länger, und das ist das, was ich vorhin schon meinte. Das ist nämlich jetzt negativ. So schön das Stativ, das 525 ist, es gibt zwei große Nachteile, das Gewicht und das Packmaß. Was haben wir für ein Packmaß, wenn ich jetzt hier mal genau messe? Dann komme ich hier beim 519 auf 59 cm aufgerundet, beim 522 auf 61 cm und beim 525 auf sage und schreibe immerhin schon rund 70 cm. Mein Fazit: drei Stative, drei interessante Stative. Alle recht gut verarbeitet, aber es gibt Unterschiede. Das 519er hier ist aufgrund der doch dünnen Stangen von maximal 19 mm höchstens ja was als Zweitstativ, was man mitnehmen kann oder für die Reise, wo man eigentlich nichts mitnehmen möchte. Ansonsten würde ich sagen, Abstand nehmen, weil es ist einfach zu dünn, es klappert zu sehr, es ist instabil. Das 522 ist ein guter Kompromiss. Das ist stabil, das Packmaß ist nicht unwesentlich größer als beim 519, Gewicht auch unwesentlich mehr als beim 519 und hat noch ein recht gutes Packmaß und kann man auch im Rucksack gut befestigen. Das 525er ist ein super Stativ, ist super stabil
Hat einen sehr, sehr guten Kopf. Also ich würde sagen, für alle diejenigen, die sagen, ich brauche das Stativ nicht mitnehmen, ich habe das mehr stationär zu Hause oder im Studio, da ein super Stativ für das Geld, das kostet 116,90 € aktuell bei Amazon, kann ich empfehlen. Für mich allerdings für die Reise ganz klar das 522, weil, wie schon gesagt, es ist für die Reise optimal ausgelegt, man kann es mitnehmen und es ist trotzdem stabil. Also mein Kauftipp 522, 525, wer es nur zu Hause braucht, aber bitte nicht das 519. So, das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.